Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yandere Chan Simulator. Eigentlich nur Yandere Simulator. Ist eine Zeit her, dass ich eine neue Folge hochgeladen habe. Jetzt ist es mal wieder soweit. Ach, so. Jo, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Es hat ihm einiges verändert. Unter anderem ist die Schulatmosphäre neu für mich. Und Yandere Chan hat ein neues Zimmer. Das ist super. Das ist super. Hier können wir unsere Panties verändern. Nehmen wir die. Sauber. Der Senpai-Schrein ist auch hier. Alles cool. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir zur Schule. So, was sind meine heutigen Ziele hier? Erst also gucken, was gibt's Neues. Dann möchte ich ein Mädchen durch Mobbing umbringen und ein anderes Mädchen entführen. Ich weiß, es hört sich schlimm an, aber mein Gott, es ist ein schlimmes Spiel. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Mobbing ziemlich scheiße ist. Ja, es ist... Unser Senpai ist, wie man sieht, ein Charakter aus Matrix. Genauso wie all die anderen Jugendlichen hier. Ah, und da ist sie. Miku! Ja, ich war am Wochenende auf der Animex und habe deswegen ein paar Geschichten zu erzählen, die ich auch gleich erzählen werde. So, erstmal hier, ein Glück kann man es jetzt überspringen, da geht es alles viel schneller. Einfach hier so bla bla bla. Wir müssen nämlich mega viel ein Vertrauen aufbauen. Hier, das ist unsere... Ja, die erwischt sie ja immer, leider. Die kann nichts dafür. Die ist geschändet für ihr Leben. Ihr Vater... Oh, der ist neu, den kenne ich noch gar nicht. Und hier, das ist sowieso die Beste. Yeah! Und unser Tumblr-Szene-Emo-Mädchen. Wunderbar. So, wir schleimen uns bei jedem ein. Sauber. Die haben wir schon. Die haben wir auch schon. Hallo? Die haben wir auch schon. Ja. Gut. Die müssen dann auch noch von allen hier einen Pantyshot machen. Oh, unsere Panzer drehen dabei auch durch. So. Das ist nun mal ein Spielelement, da kann ich nichts dagegen tun. Und ich finde diese Pose, die andere schon, Yandere Dev, Alter, so viel mit Yandere, die andere Dev da eingefügt hat, auch ziemlich. Es erinnert mich an gewisse Dinge, die vor 2 Monaten oder 2,5 Monaten noch eine Rolle gespielt haben. Mit meiner Yandere Chan. So, Miku, du bist auch nicht verschont. Und es ist immer wieder schön, die Musik zu hören. Also ich erinnere mich noch ganz genau, als ich es im Februar das erste Mal spielte, wo ja noch gar nichts so möglich war. Und einfach diese Änderung. Das ist der Wahnsinn. So. Jetzt gehen alle ihres Weges. Gut, ich werde jetzt mal Fotos von allen hier machen, das überspringe ich dann mal schnell. So, jetzt habe ich ein Foto von allen gemacht. Jetzt warten wir mal hier kurz, bis die Schule anfängt. Und derweil erzähle ich euch mal ein bisschen, was so passiert ist auf der Animex. Ja. Ja, Animex schon gut, ne? Mal wieder hingegangen, war ganz witzig. Zuerst die Diskussion darüber, ob wir überhaupt gehen, weil die, mit der ich da immer hingehe, der ging es an dem Tag jetzt nicht so gut, aber letztendlich sind wir dann doch gegangen, was mich gefreut hat. Ja, und dann sind wir da reingekommen, dann zeige ich erst so 2 Junos, also warte mal, es gibt noch ein paar neue Haare, hier solche, ich mache die Musik ein bisschen leiser, noch ein bisschen, ja. Dann habe ich so 2 Junos gesehen, die sich, keine Ahnung, ich fand das erstmal voll cool, hab da so hingeguckt, so zugehört,
Und dann habe ich halt gehört, wie die sich auch hier über das Spiel unterhalten haben. Das ist so super, was man auf der Animex alles trifft und sieht. Ja, und dann war ich da gleichzeitig noch an einem Stand. Und da, oh, da gab es so geile Sachen zu kaufen. Figuren, Postkarten, was weiß ich, der ganze Fan-Merchandise. Und dann war da auch so eine Miku-Figur. Da hab ich mir gedacht, ja, soll ich die kaufen? Meine Partnerin hat derweil zwei Nemo-Nekos gekauft, eine grüne und eine braune. Oh, die Nemo-Nekos, die sind so geil. Und ja, da war der, wie gesagt, so eine Neko, Miku. Und da habe ich mir so überlegt, die kostet 30 Euro, du hast 30 Euro dabei. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Scheiße. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, zeig mir mal die Miku. Habe ich es angeguckt. Ja, nicht schlecht. Huch! Hello? Was ist da los? I told you not to call me when I'm at school. Like I said, that was a one-time thing. I don't want to do that again. How much did you say? Well, if it's just one more time, then I guess it's okay. How about tonight? Where we met last time? In Sisutatel? Okay then. See you tonight. I can't believe I'm doing this. Habt ihr das gehört? Sie prostituiert sich an alte Männer. Das ist widerlich. Also, ich muss mal auf die Spur gehen. Naja, das weiß ich ja jetzt. Jetzt können wir hier in der Studieninfo gucken. Aha. Maybe engaging in compensated dating in Sisuta Town. Mein Gott! Jetzt können wir sie mobben damit. Geil. Das ist ja super. Na, okay. Oh, ich muss die Lehrer noch fotografieren. Bis gleich. Also, sie sind beide in sich verknallt, aber die blicken es nicht. Das ist auch immer wieder schön zu hören. Sag mal, dieser Rock ist kürzer als der. Als der normale Serafuku-Rock, oder? Sailor Fuku. Ah. Also, wir gehen mal in die Klasse und dann lernen wir ein bisschen Biologie und dann erzähle ich weiter. Schwupp. Na, Biologie war es ja. So, dann gehen wir mal auf die Dach. Auf die Dach ist schön. Wunderbar. Wen haben wir denn hier? Die haben wir noch gar nicht fotografiert. Du bist dran. Das ist die immer sagt, Yandere Dev, Yandere Dev. Und deswegen hat der hier auch oben. So, also. Deswegen hat der hier oben auch ein Messer und alles andere Zeug platziert, damit man die sofort entsorgen kann. So, ich muss jetzt gerade mal hier so hoch. Scheiße, jetzt haben wir minus 10. Bitch. Bitch. Jo. Und dann habe ich eben. Dann wollte ich eben die Miku-Figur haben. Oder ich war mir unschlüssig, ob ich sie haben will. Und dann die Verkäuferin hat sie mir so ständig so vor die Nase gehalten. Na, na, na. Und ich so, ach komm, scheiß drauf, gib's her. Ja, und jetzt habe ich halt für 30 Euro eine Miku-Figur gekauft, die man so gar nicht kaufen kann, habe ich dann hinterher erfahren. Denn die bekommt man nur in japanischen Spielautomaten. Das alleine ist ja schon cool. Und ja, jetzt habe ich die halt so für 30 Euro gekauft. Fand ich voll geil. Was soll ich denn gerade gucken? Ach ja. Wir haben 8 Panzo. Wo bekommen wir denn noch die anderen zwei her? Ich weiß es nicht. Ja. Oh, das hat mich so genervt, ne? Halo ist ja so eines meiner Lieblingsspieleserien. Und ich finde diese Cosplayer so geil. Was ist hier los? Aha. Unterhalten die sich gleich? Ja. You haven't been acting like your usual self lately. Is something bothering you? Oh, well, it's nothing. If you don't want to talk about it, that's fine. But remember, I'm your friend, and I'd never judge you for anything. I guess there's one thing I want to talk about. I'm listening.
Ever since my mom died, my dad's been drinking a lot. Sometimes, when he's drunk, he comes into my room and... forget I said anything. I really, really don't want to talk about it. What? That sounds really serious. What does your dad do? Oh Mann. Ihre Brüste, die einfach jeder Gravitation strotzen. Alter, guck euch mal das hier an. Na? Seid ihr der Matrix-Club? Ich gehe mal lieber. Okay. Jo. Dann habe ich die Miku gekauft. Nein, das war völlig falsch jetzt. Also Halo, ne? Eine meiner Lieblingsspieleserien. Und da waren diesmal 3 Spartans da. Und ich habe es nicht gesehen. Und deswegen beiße ich mir den Arsch, Mann. Ich hätte sie so gern gesehen. Voll kacke. Ja, dann apropos Miku, da gibt es noch so ein Mysterium. Das Miku-Mysterium. Und zwar, ich habe da ein Mädchen gesehen. Die hat ein echt richtig cooles Miku-Cosplay und die sah auch noch recht putzig aus irgendwo. Ich hab's verrafft, die anzusprechen. Irgendwie. Ich war oben im Karaoke-Raum und dann. Ja, war schon fast zu Ende. Die Animex. Oh, hier ist ein Automat, geil. Dann war die schon fast zu Ende. Und dann ist die plötzlich aus dem Zimmer gerascht, bevor ich Hallo zu ihr sagen konnte. Naja. Dann habe ich in der Facebook-Gruppe gefragt, ob irgendjemand diese Miku kennt. Und anscheinend ist gerade das Problem. Viele wollten sie kennenlernen, keiner weiß, wer sie ist. Ich finde es so witzig. Und ja, wie gesagt, ich habe gedacht, die wäre alleine gekommen. Jetzt habe ich herausgefunden, die ist mit anderen schon hergekommen und hatte auch wohl eine beste Freundin dort, mit der sie dann gegangen ist. Aber sonst kennt die keiner. Und das ist so richtig witzig. Die kommt her, singt Karaoke und hält sich hier und da mit ein paar Leuten, aber keiner weiß, wer sie ist. Und dann geht sie einfach. Richtig, richtig witzig. Na gut. Muss ich vielleicht von der noch irgendwie einen Pantyshot machen? Wann kommst du ins Spiel? Hä? Wann kommst du ins Spiel? Wann können wir dich ertränken, elektrisieren und den ganzen anderen Scheiß machen? Keine Ahnung, das ist so ein richtiger Cocktease hier. Und von dir kann ich keine Panzer aufnehmen. Warum nicht? Vielleicht kann ich dich teabaggen. Ja. Es gibt ein neues Easter Egg. Das habe ich schon vorhin gesehen. Ich nenne es mal das... Naja. Also sehen wir uns mal Yandere-chan an. Yandere-chan... Also... Ich muss es einfach sagen, die sieht aus wie meine Ex-Freundin. So ungefähr. Also sie sehen sich schon ziemlich ähnlich, wenn man es mal so nimmt. Meine Ex-Freundin hat zwar nicht so einen großen Pferdeschwanz, sondern eher so immer einen kleinen gehabt, der ganz putzig an ihr aussah. Aber trotzdem. Juno, bist du's? Ja, ich habe sie immer Juno genannt. Ihr echter Name ist... Was mit J? Die weibliche Version von Jan, kann man sagen. Ja, und es gibt auf jeden Fall neues Easter Egg, wo... Mann, jetzt nochmal das Easter Egg hier. X-Mode. Ich habe keine Ahnung, warum dir dazu diese Musik spielt, aber. Ich hab Haare. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, warum diese Musik spielt, oder? Was dieses Outfit bezweckt oder an was das für eine Anspielung ist, aber ja. Dann gehen wir mal rein. So. Jetzt sind wir zu Hause. Es ist dunkel, der PC leuchtet und irgendwas leuchtet über uns. Vermutlich irgend so eine Lampe. Ja, er will auf jeden Fall Dinge einbauen wie Manga lesen, Videogames zocken und man kann an den PC. Ich find's voll witzig, wie die in ihrem Zimmer läuft.
So, wir können jetzt ins Internet gehen und etwas schreiben. Das ist, heute sah ich Kokona Haruka in Sisutata und so. Und sie war Drogen kaufen, danach Alkohol hat sie getrunken und Zigaretten geraucht. Danach hat sie mit einem Lehrer geflirtet, ist mit ihm in ein Love-Hotel gegangen. Mit diesem Lehrer hat sie Drecksgewäsche über ihre Mitschüler geredet. Dann hat sie noch einen älteren Typen getroffen und hat mit ihm ja Fotografien von ihren Mitschülern, deren Unterwäsche ausgetauscht. Und das posten wir jetzt. Jo. Damit haben wir jetzt einen großen Fortschritt erlangt bei ihr. Das müsste schon Auswirkungen gehabt haben. Ja, sie ist jetzt bei minus 50 angelangt. Und damit mehr oder weniger schon recht am Arsch. Aber jetzt gehe ich erstmal schlafen. Oh, ein neuer Tag, neues Glück. So, heute fahren wir mit dem Fahrrad zur Schule. Wuhu! Ach, ich liebe das immer wieder, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Vor allem mit Yandere schon. Das ist super. Ich selber habe inzwischen gar kein Fahrrad mehr. Ich hatte früher mal ein Fahrrad, aber ich habe es nie benutzt. Als ich dann sowieso eine Rolle hatte, brauchte ich sowieso keins mehr. Hui. Diese Animation ist so super. Das hat er auch nur als riesen Easter Egg, glaube ich, erstmal eingebaut. Ich glaube, er will schon hier was an der Stadt ändern. Das ist ja awesome. Ah, what the fuck? Warum auch immer ich gerade hier so abgedriftet bin. Ich habe gar nichts gemacht. Ah, stimmt, den kann ich auch noch, der kann ich auch noch ein Kompliment geben. Und gleich mal hier gossipen. Nicht über Info-Chan. Als ich einmal draufgekommen bin, hat es mich das zu Tode erschreckt. So, jetzt mal gucken, wie viel es abgezogen hat bei ihr. Oh, minus 53. Das hat schon eine Wirkung. Ja, die wird sich jetzt hier hinsetzen und alleine sein. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Mögen wir uns daran erinnern, dass Mobbing echt keine schöne Sache ist und ich selber schon ja damit Erfahrung habe. Also nicht nur andere Leute zu mobben, sondern gemobbt zu werden, und das ist nicht schön. So, wir gehen mal in die Runde, machen hier mal so ein bisschen bla bla bla. Hast du schon gehört? Ja. Das Ziel ist es, sie wirklich in den Selbstmord zu führen. Das schaffen wir bei minus 100. Das ist zwar, ja, es ist makaber. Aber das Spiel, das hat die andere Dev auch oft gesagt, das Spiel soll in keinster Weise Dinge gutheißen oder so. Das soll eher den Schrecken zeigen, was dahinter steckt. Und das, also die Message finde ich schon nicht schlecht. So, wir gehen mal runter und lernen noch ein bisschen Biologie. Das ist der falsche Klassenraum. Und dann haben wir nämlich die nächste Stufe erreicht und können, ich weiß schon ganz genau, wie ich entführe. Die beste Freundin von ihr. Ja, ist doch klar. Er wollte denn nicht schon immer mal eine Miku bei sich daheim haben? So, ich gehe nackt nach Hause, das ist doch ganz klar. Wenn ich mir mal so die Figur von ihr anschaue,
Wie meine Ex-Freundin. Es ist gruselig. Aber geil. Well, actually, there is something that I need help with. This is really embarrassing, but well, I lost my bra somewhere at school. I can't find it anywhere. Don't ask me why my bra is missing. It's a long story, okay? The point is, if you find a bra lying around, it's mine, and I would really appreciate if you'd return it to me. God, this is so embarrassing. Also, Miko hat ihren BH verloren, vermutlich weil sie zu große Brüste hat und der sich, naja, weggesprengt hat. You'll look for it? Thanks. I hope you find it. Damit haben wir so das erste Quest-System hier in dem Spiel, was eigentlich ziemlich awesome ist. So, natürlich weiß ich, wo dieser BH liegt mit meinen Ultra-Mega-BH-Aufspürsinnen. Ich habe nämlich die Fluglinie berechnet, wie der BH sich wegsprengt. Und zwar über das gesamte Gelände hinter den Kirschbaum. Ja. So läuft das hier in Funky Town. Da sprengt sich die BHs über Zäune und Gebäude und ja. Yes, you found it. Thanks a lot. I owe you one. Das ist doch putzig, oder nicht? Also ich find's putzig. Daredev ist einfach cool. Du bist cool, ja, Daredev! Ich verstehe jetzt kein Deutsch, aber du bist cool! So, wieder gelernt. Also auf geht's. Was heißt gelernt? Wieder eingeschleimt. Die Musik ist wieder zu laut. Mein Gott, wie nah kann ich denn? Hm, interessant. Ich habe mir schon gedacht, dass die hohl ist. Die ist gleich weg vom Fenster, sage ich euch. Die ist gleich weg vom Fenster. Jetzt hat die bestimmt 99? Ja. Eine noch, dann ist sie weg. Ist so böse. Hier, der sieht leicht zu beeinflussen aus mit seinem lila Haaren. Oder blau, oder... Ist doch alles dasselbe. So. Das war's. Kritz nicht so debil. Was ist los mit dir? Arsch. So. Ah, jetzt hängt die wieder. Ich weiß nicht wieso, aber die hängt hier jetzt immer rum. Die kommt nicht aus dem... Oh. Oh gut. Oh Gott. Ich hoffe, ich hab's jetzt nicht verkackt, weil... Egal. Welches war ihr Klassenzimmer, das dahinter? Leute. We don't need any sluts hier. Hure. Wir wollen dich, dass du vom Schuldach springst. Bring dich um. Pass besser auf. Verschwinde von der ganzen Klasse. Da drüben ist die super coole Lehrerin und macht nichts. Das ist natürlich typisch. Das ist typisch, also da hat er das Schulleben gut eingefangen. Ne? Lehrer, die nichts machen und sowas. Die ist immer noch in ihrem Bento-Modus. Dödem, 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 dödem. Nein. Okay.
Okay. Du, 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 du. Schwupp. Wupp. Halt's Maul. Du bist jetzt meine Miku. Wiep. Dieses Gesicht von Horror. Okay, jetzt aber auch schnell weg hier. Die eine geht nicht mehr zur Schule. Wir haben ihre beste Freundin. Gucken wir uns doch gleich mal an. Es ist, wenn man sich so überlegt, doch ein ziemlich dunkles Spiel. Auf jeden Fall. So, heute ist der letzte Tag. Wir wissen ganz genau, dass das Spiel zu Ende geht. Und wir haben jetzt, ich habe jetzt alles geschafft, was ich schaffen kann. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Sache. Alle umbringen. Wir fangen leider mit dem hier an. Das war gut. Oh, what the fuck? Das hat auch was. Yandere-chan is not a good person. She's a monster.